Das Whisky-Quiz. Blindverkostung mal anders. Folge 3. Moin Leute, herzlich willkommen bei Dream of Sea und einer neuen Folge vom Whisky-Quiz der Blindverkostung mal anders. Die Auflösung vom letzten Mal gleich zum Anfang. Das ist der Glendronach 12 Jahre, den ich in Folge 2 im Glas hatte. Ein schöner Sherryfass gelagerter Whisky aus Petro Jiménez und Oloroso Sherryfässern, 12 Jahre alt, ein Highland Malt mit 43% abgefüllt. Den kennt ihr wahrscheinlich auch. Hier nochmal das Etikett. So, ich stelle die Dose noch dazu. Ganz klassische Runddose aus Pappe. Genau, es gab so ein bisschen die Diskussion, ob ich zwischen Speyside und Highlands unterscheide oder wie ich das mache. Ganz einfach, es geht bei mir um das, was auf der Flasche steht. Wenn da Speyside steht, dann sage ich, das ist ein Speyside Malt. Wenn da Highlands steht, dann sage ich, es ist ein Highland Malt. So wichtig ist das Ganze ja eigentlich auch nicht. Ich habe noch überlegt, was kann ich euch geben dafür, dass ihr mitmacht. Und bin auf die Lösung gekommen, dass ihr einfach Teil meines Videos werdet. Zwei werden gejubelt haben, als ich den Glendronach gezeigt habe. Und zwar der Jason und die Laura. Und ihr seid aktuell meine Könige, beziehungsweise, ich habe es extra noch hinzugefügt, die Königin des Whiskys, Jason und Laura, die beide Glendronach 12 getippt haben. Und euch werde ich jetzt hier vorsichtig einfach hinter mich stellen. So, damit ihr Teil dieses Videos seid. Für alle, die Jason nicht kennen, er hat den YouTube-Kanal Whisky aus Sicht eines Amerikaners mit deutlich mehr Content und Abonnenten als ich. Also klickt da auf jeden Fall mal rein. Und ihr beide bleibt jetzt so lange hier hinter mir stehen, bis jemand kommt, der den nächsten Whisky richtig errät. Und dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, auch richtig zu raten. Dann bleibt ihr, ansonsten werden sich die Namen ändern. So habt ihr was davon, wenn ihr mitmacht und mitratet. Und ja, so ein kleiner Anreiz einfach. So, der heutige Whisky sieht so im Glas aus, wobei die Farbe jetzt gar nicht so relevant ist, denn wenn ich mich nicht irre, ist dieser Whisky leider gefärbt zur einheitlichen Farbgebung, wie es so schön heißt. Ich werde ihn jetzt riechen, verkosten, den Abgang und den Geschmack beschreiben und ihr könnt einfach parallel mitraten. Wie alt ist dieser Whisky? Aus welcher Region kommt er? Welche Brennerei? Welche verwendeten Fässer? Welche Abfüllung und natürlich auch welches Alter könnte er haben. Schreibt es bitte unten in die Kommentare, schreibt mir bei Facebook, schreibt mir in den Kommentaren auf meiner Seite dreamofsea.de. Auch da wird es einen Beitrag geben, wo dieses Video eingebettet ist. Da könnt ihr natürlich auch kommentieren. Ich gucke mir das alles an und im nächsten Video habt ihr dann die Chance, hier die beiden abzulösen. Ja, in der Nase. Ja, angenehm. Auch hier wieder wie bei den vorher keine alkoholische Schärfe oder ein Stechen. Schön vanillig zunächst, aber nicht übertrieben süß. Und direkt daneben kommen blumige Noten dann und florale Noten. Die blumigen Noten haben sowas leicht Süßliches mit, so also blühende Blumen halt wirklich, Blumenwiese. Das passt noch ganz gut zum süßen Ton. Ja, ich habe so ein bisschen Waldhonig auch, so eine würzige Süße. Und dann was Florales, Kräutriges. Klostergarten, eine Mischung aus allen möglichen Gartenkräutern, Rosmarin, Lavendel, Thymian, vielleicht Oregano. Einmal so alles durch, aber sehr verwoben und nicht klar, was im Vordergrund steht. Sehr angenehm, erfrischend, würde ich jetzt, hätte ich beinahe gesagt, deswegen mein kurzes Zögern.
ist vielleicht übertrieben, aber auch nicht so eine deutliche Schwere. Es sind aber auch ein paar rote Früchte dabei, ein paar Beeren. Und eine malzige Süße und ein Heidekraut würde ich hier noch rausnehmen. So die Erinnerung habe ich an Wanderungen in Schottland, wenn die Sonne scheint und man durch so eine Heidelandschaft geht. Hier in Schleswig-Holstein gibt es das auch. Das schwebt so über allem als so ein florales, parfümiertes Element. Ja, im Geschmack. Abgang wird ja gerade kräftig. Im Geschmack erst vanillig, süßlich, Honig. Und der Honig kippt dann auch in diesen Waldhonig rüber, der sehr angenehm ist. Aber eine kräutrige, würzigere Note mit dabei hat. Definitiv floral. Ein leichter Rauch kommt mit durch, den ich in der Nase nur müh verspürt habe. Jetzt im Abgang ist er sogar wirklich präsent. Genau, Rauch. Ich habe gerade kurz den Faden verloren. Aber ein trockener Rauch, kein speckiger, kräftiger, dicker Rauch, sondern mehr ein floraler Rauch. So diese, wenn ihr ein Lagerfeuer anmacht, so kleinen Gehölz, das man anzündet, dass es wirklich trocken ist und dann knistert und das, was dann so hochsteigt, das hat man im rauchigen Aroma. Ich nehme noch mal einen Schluck. Ja, eine schöne Süße am Anfang, wie ich gesagt habe, dann kräutrig. Rosmarin, Lavendel vielleicht, Thymian ist ein bisschen mit dabei und wirklich so Blumen und wieder dieses Heidekrautige, so ein bisschen karg irgendwie im Gefühl, sehr angenehm dabei, aber. Ja, und so eine leichte, unterschwellige Süße bleibt auch da. Von Beeren auch ein bisschen tiefere Töne, dunklere Töne, was sehr angenehm ist. Und zum Abgang hin kommt der Rauch stärker. Der ist in der Nase, habe ich ihn kaum vernommen. Er ist schon da, aber kaum. An dem Geschmack steigt er ganz langsam an. Und zum Abgang hin wird er dann deutlich präsenter. Das ist aber immer noch alles auszuhalten, nicht zu kräftig, immer noch sehr mild. Alkoholische Schärfe habe ich zu keiner Zeit. Im Abgang kommt dann noch so ein bisschen eichige, holzige Aromen, die vielleicht ganz zart an Schokolade anklingen, aber mehr rüstige Aromen haben, vielleicht so Kaffee, Schokolade oder sowas mit doch einem Rauch, der sich da auch in den Vordergrund spielt dabei. Und so ergibt sich von der Nase, vom Aroma über den Geschmack bis hin zum Abgang ein schön harmonisches Gesamtbild, das nicht überfordert, aber auch nicht langweilig ist. Im Vordergrund auf jeden Fall florale Kräuter, blumige Noten. Unterfüttert von der Süße und ganz bisschen so eingesprenkelt, so die typischen Beeren, die man in Whisky häufig hat. Eine Malzigkeit ist mit dabei, ein bisschen getreidig, ein schönes Rundumbild eigentlich. Ja, jetzt seid ihr dran. Ihr müsst erraten, was hier in meinem Glas drin war. Legt einfach los. Alter, ich habe es ja schon gesagt, Alkoholstärke, Region, Brennerei, Fasslagerung und vielleicht die konkrete Abfüllung. Das sind so meine sechs Sachen immer.
Zum Abschluss gebe ich ja immer zwei Tipps. Der erste Tipp ist schon ausgelutscht. Single Malt, Scotch Whisky, gut zu erhalten, hatten bestimmt viele von euch schon mal im Glas. Jetzt hoffe ich, dass ich mit meiner Geschmacksbeschreibung an eurer dann auch dran bin, dass ihr den erkennen könnt. Da ändert sich also nichts im Vergleich zu GlenDronach und GlenRothes. Das ist ein solider Malt, den viele kennen. Und das zweite vielleicht, dieses Mal wird sich die Diskussion um Speyside und Highlands vielleicht ein bisschen auflösen, weil wir auf jeden Fall nicht in diesen Grenzregionen, wo man nicht so ganz weiß, ist es jetzt ein Highland oder ein Speyside Malt unterwegs sind, sondern an einer etwas anderen Stelle in Schottland. Ich glaube, das ist schon ein sehr vielsagender Tipp. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Legt los, kommentiert, traut euch, egal was, einfach schreibt los, es bringt nur Spaß und vor allen Dingen mir auch richtig viel Spaß, wenn ihr mitmacht. Unten in die Kommentare auf Facebook, auf meiner Internetseite, wie ihr das präferiert und wo ihr angemeldet seid. Wir sehen uns wieder im vierten Video, wo es die Auflösung zu dem Whisky von heute gibt und dann auch gleich den nächsten Blindverkostungswhisky hier beim Whisky Quiz. Und bis dahin, macht's gut.